Hey meine lieben Freunde und Knechens, was geht? Willkommen zurück zu Cube Life, das Spiel, das wie Minecraft sein möchte, aber vollkommen neue Wege geht. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier auf der Insel, sind zweimal gestorben, sind aber wieder vollkommen geheilt. Und ja, ihr seht, mein Durst ist beseitigt, mein Hunger ist beseitigt, meine Gesundheit ist vollkommen rein. Warum das so ist, ja, hat was mit den Kokosnüssen zu tun. Die haben wir schon im letzten Mal, im letzten Part kennengelernt. Ja, ich weiß. Source of Food. Ich habe wieder ein bisschen gespielt und ja, ein gewisser Michael Morgenstern oder so ähnlich. Ich denke, es war Michael Morgenstern. Richtig. Er hat mir in die Kommentare geschrieben, dass bis zur jetzigen Zeit, also zu dieser Version 1.0, man sich nur durch Kokosnüsse vom Durst heilen kann. Was richtig behindert ist. Ich meine, gut. Warum stellt man hier keinen Wasserfall oder sowas hin? Also so eine Süßwasserquelle. Und trinkt daraus. Oder warum stellt man hier keine Kühe hin und lässt uns Milch trinken oder sowas? Vielleicht gibt's das ja schon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fühle ich mich gerade ein bisschen umzingelt von Tieren, muss ich sagen. Und der grunzt auch schon so, als würde er mich gleich anspringen. Wisst ihr was? Der wird erstmal ein bisschen gefickt. Komm her. Komm her. Du willst doch auch, Baby. Komm. Was? Der folgt mir sogar unter Wasser. Was geht bei dir? Wie? Kein Essen? Kein Fleisch? Ist das dein Ernst? Fick dich doch. Du guckst mich auch schon so an, ne? Oh ja. Total komisch, Alter. Ich find's lustig. Ich find's richtig lustig. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen vegetarisch ernähren, oder? Oder vegan. Oder? Wisst ihr was? Scheiß mal drauf. Chickenfleisch ist gut. Und wir kriegen Federn. Wow. Geil. Heftig. Ja, ihr seht. Wir haben 8 Kokosnüsse. Das kommt euch jetzt vielleicht so vor, als hätte ich gefarmt, aber das ist nicht so. Ich habe da hinten am Baum, wo man spawnt, einfach mal 12 Kokosnüsse bekommen. Hier for free, Mann. Und das ist einfach richtig krass. Weißt du, beim zweiten Spielen haben wir nicht mal eine Kokosnuss von diesen ganzen Blättern bekommen. Und jetzt auf einmal habe ich 12. So richtiges Nicht-Aufnahmeglück, weißt du? Und da ist eine Fackel. Da ist eine Fackel. Eine Fackel. Ey, das deutet doch auf Lebenszeichen hin. Wir sind hier nicht alleine, oder? Ey, was meint ihr? Eine Fackel? Hm. Und ein Hidden Room? Ich würde sagen, ich stelle mal hier meine Crafting Table auf. So, jetzt fangen wir nämlich an, hier die Geschütze aufzustellen. So, zack. Haben wir eine Crafting Table, mit der wir knackige Sachen anstellen können. Yay, man. You said it in the last part, motherfucker. So, please don't be so forgettable, motherfucker. Thanks, motherfucker. So, ich würde sagen, da wir hier vom Wald umgeben sind, sage ich einfach mal, wir stellen auch hier unser erstes Häuschen hin. Der Baum wird dafür erstmal entfernt, weil Holz und so, ne? Wir brauchen Holz. So, vielleicht gibt uns dieser Baum aber keine Kokosnüsse, sondern Äpfel oder sowas, weil das ist mal wieder ein typisch anderes Holz, sehen wir ja, ne? Also ganz links ist dieses Tropenholz. Und hier haben wir jetzt Orangen. Und wir haben ein Level-Up. Wahrscheinlich durch Abbauen von irgendwelchen random Sachen. Und, boah, ich krieg so viel krass Stuff, Mann. Das sind wahrscheinlich Orangen oder so. Und ich glaube, die können uns auch sättigen in Form von Durst. Habt ihr gewusst, dass das Adjektiv für nicht mehr durstig sein Sitt heißt? Anstatt satt. Habt ihr das gewusst? Tja, bei mir könnt ihr echt eine Menge lernen, oder? Ja. Ne, es gab mal so einen Typen in meiner Klasse, der meinte, ja, also ich bin davon sitt und so. Und ja, das hat er uns ständig ins Ohr gebrummt. Und seitdem ist es eigentlich im Kopf geblieben. Und wir haben 24 von diesen Obstdingern. Ey, ist das eine Orange oder ist das ein Apfel? Also Michael, ich könnte deine Theorie jetzt schon in Frage stellen, wenn ich das gleich zu mir nehme. Werden wir sehen, ob oben die Durst- und die Hungeranzeige voll wird oder nur die Hungeranzeige und nicht die Durstanzeige. Wir werden sehen.
Auf jeden Fall habe ich richtig krass gefarmt, Alter. Ey, ganz ehrlich, Mann, ich habe einen vegetarischen Monat. Solange kann ich mich auch hier in diesem Spiel vegetarisch ernähren. Ist eine Mango. Okay, gucken wir mal. Ha! Okay, ihr seht, ne? 2 Essenseinheiten und... Nee. 7 Essenseinheiten und 2 Dursteinheiten werden gestillt. Michael Morgenmann oder Morgenstern. Ich habe deine Theorie hiermit beseitigt und guckt mich nicht so an, ich bin Vegetarier. Verpisst euch. Dankeschön. So, und es wird so langsam dunkel. Ich frage mich gerade, ob es so wie in Minecraft wird. Kurz mal hinstellen fürs Thumbnail. Dankeschön. Ich frage mich, ob es wie in Minecraft sein wird, dass hier Zombies auftauchen. Deswegen erstmal ganz schnell Holzplanken entwickeln, die uns natürlich, ja, ein Häuschen aufbauen lassen. Ist das nicht geil? So, ich würde sagen, das erste Häuschen soll nicht sonderbar groß werden. Wir stellen es einfach mal hier auf. So, ich würde sagen, so sollte das aussehen. Was sagt denn hier das Crafting Table? Das Crafting Table sagt, da ist die Wand. Okay, alles klar. Ich habe gerade keine Ahnung, ob das hier reichen sollte vom Platz und so her, aber hoffen wir es einfach mal. Was ich brauche, ist übrigens auch eine Tür, ne? Und 2 Einheiten Holz. Ihr seht, diese scheiß Tiere klettern da schon drüber. Na geil, was mache ich denn da jetzt am besten, ne? Wir haben jetzt 17.13 Uhr, es wird schon langsam dunkel. Heißt, dass es hier so ein bisschen auf die Winterzeit zugeht, ne? Ich meine, wir haben gerade 17.56 Uhr im Real Life. Und es ist noch strahlend hell draußen. Warum? Es ist Sommerzeit. Und es ist auf jeden Fall eine knackige Zeit. Das kann ich euch aber sagen, Kinders. Es ist eine knackige Zeit. Das kann ich euch sagen. So. Aber wir sollten uns merken, wenn wir Hunger haben, nehmen wir Mangos zu uns. Haben wir Durst? Besser die Kokosnüsse. Weil ich glaube, die Kokosnüsse stillen mehr Durst als die Mangos. Das ist nice to know. Und ich finde es auch ziemlich cool, dass man hier auch die Durstanzeige reingebracht hat. Das ist richtig geil. Ich find's ganz ehrlich ziemlich gut. Es macht mir auch Spaß. Also ich setze mich hier an die Aufnahme und denke mir so, wow, cool. Jetzt mal wieder eine Runde. Cube Life. Hat was. Mal gucken, ob es auch für längerfristig geeignet ist mit den Updates und so. Aber jetzt gerade für den Moment fühle ich so, ja... Kann man sich geben, Mann. Kann man sich auf jeden Fall geben, diese schöne Runde. Übrigens, falls ihr es noch nicht so ganz wusstet... Oh, fuck, es wird so richtig hart dunkel, Alter. Es wird so... Ich erkenne gar nichts mehr, Alter. Ich erkenne gar nichts mehr, so dunkel ist das hier. Scheiße. Crafting Table. Give me a favor. Oh-oh, hört ihr das? Die Musik wird so langsam ein bisschen... Oh-oh... Besser ist es. Ich baue mir schon mal alles zu. Das wäre ein bisschen cool, muss ich. It's getting dark and it's dangerous to be unprepared. I should find shelter before it gets too late. Ach, das ist nur deine Angst vor der Nacht. Hier gibt's keine Zombies. Das ist nur in Minecraft so. Chill. So. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich mache mal das Crafting Table auf und nehme mir die Kokosnuss. Das Kokosnussholz. Und mache daraus Bretter. So. Und die werden jetzt schön hierüber verteilt. Oh, das Holz ist schon viel heller, das merkt man. Es ist auch von den Einstellungen her, genauso wie Minecraft und so. Also das ist echt fast genau so. Was ziemlich krass ist. Und nachts ist es schon hart dunkel, Alter. Hart dunkel. Ich glaube, wir werden erstmal hier die Nacht über bleiben. Erstmal ein bisschen schauen, was man hier noch so anstellen kann. Was geht hier ab? Ey, das sind Zombies, Alter. Es gibt sie doch. Oder sind das Ureinwohner? Sind das so Ureinwohner? Schaut so aus. Naja, ich bin auf jeden Fall safe. Ihr könnt mir gar nichts, ihr Bitches. Deswegen würde ich sagen...
Aber die sind schon hart laut, ne? Ich würde mal sagen, ich glaube, ich mache mal so ein paar Schwerter. Was haltet ihr davon? So ein paar Schwerter. Erstmal machen wir Sticks. So. Jetzt habe ich schon mal 12 Sticks. Das ist super. Oh, Korrigierung. Wir haben sogar schon 16 Sticks. Super. Und ich würde sagen, warte mal, wie baut man sich eine Chest? Das kann man doch nachschauen, oder? Im Crafting Guide. Sag mal an. Eine Kiste. Ich will eine Kiste haben. Jetzt, da zeigen die mir Explosive Blocks, dabei habe ich nicht mal die ganzen Utensilien dafür. Willst du mich verarschen? Was ich auch cool fände, wenn das hier mal in Deutsch nachgereicht wird. Klar, es ist jetzt nicht so krasses Englisch, aber ein bisschen Service kann man ja erwarten, ne? Stick, Plank. Ja, ihr seht, ne? Aus einem unverarbeiteten Stück Holz kann man 4 Bretter machen. Ist genauso wie in Minecraft. Ich glaube, ich weiß, wie eine Kiste geht. Ich glaube, ich weiß das sogar. Genau. Alles voll mit Holz, außer die Mitte. Die bleibt leer. Ja. Ist ein krasser Merksatz, ne? Auch wenn er sich nicht gereimt hat. Ja, da guckt ihr, ne? Ja, da guckt ihr schon. Ja, ne? So. Da haben wir eine schöne Holzkiste. Eine schöne Holzkiste haben wir da jetzt. Ich würde sagen, die platzieren wir hier hin. Sehr schön. Ich hätte mir die Fackel mitnehmen sollen. Wäre das eine Idee gewesen? Ich glaube schon. So. Und in der Kiste packen wir jetzt so Sachen rein wie Sand, Federn. Die ganzen Sachen, die wir überhaupt nicht brauchen. Ne? Damit wir Platz für Wichtiges haben. So. Ich würde sagen, die Mangos packe ich mir mal da oben hin. Und ganz wichtig, ich speichere den Spielstand. Ganz wichtig, man kann ja hier speichern. So. 28.06.18:10 Uhr. Wir haben zwar 18:02 Uhr, aber ist okay, Spiel. Wie du meinst, wie du meinst. Ist deine Entscheidung. Okay. Ich wollte gerade sagen, ist die Kistenanimation die gleiche? Nein, ist sie nicht. Aber ich finde es doof, dass die Kiste nicht geöffnet wird, ne? Also, das wurde nicht animiert. Ist schade. Aber was soll man machen, ne? Ist halt ein Abklatsch, ne? Es ist ein Abklatsch und ich finde, es macht trotzdem Spaß. Ganz ehrlich. Es macht mir trotzdem Spaß. So. Frage des Tages. Wie ging nochmal ein Schwert? Warte mal. Wie ging das nochmal? Das schreit hier nicht so rum, Mann. Das ist auf jeden Fall eine Pickaxe. Eine Wooden Pickaxe. Die haben wir jetzt. So, die Frage ist aber, gehen hier auch noch Schwerter oder wie sieht das aus? War das nicht so? Ein Holzschwert? Ist das hier nicht möglich? Scheint nicht so zu sein, oder? Weil, guckt mal. Wird nicht angenommen. Was ist, wenn ich den hier mache? Auch nicht. Okay. Gut, dann ist wohl die Wooden Pickaxe meine Waffe. Wenn das so ist, dann ist das so. Ich würde sagen, jetzt töten wir die erstmal, weil die gehen mir extrem hart auf den Sack. Bringen sie um. Bringen sie um. Haha. Der ist schon mal tot. Die Frage ist, die spawnen immer wieder nach, oder? Ja, die spawnen nach. Ich glaube, ich habe damit mehrere angelockt. Ich glaube, die werden jetzt ziemlich aggressiv. Und wuschig. Vor allem wuschig. Aber egal. Ich kriege immer weitere Level-Ups. Und da liegt ein Knochen. Den will ich haben. Und ich muss lernen, wie ich eine Tür baue. Tür. Muss ich auch noch nachschauen. Wie baue ich eine Tür? Wie baue ich eine scheiß Tür? Holz müsste ich genug dafür haben. Nur ich frage mich gerade, wie das... Wie ging das denn in Minecraft nochmal? Ich habe es ja ein paar Jahre gespielt. Oder ein paar Jahre, ne? So gerechnet Monate, aber... Ich habe es ja einigermaßen gespielt. Oh, ich werde so langsam durstig. Nom, nom, nom. So, ich bin gesättigt. Sehr schön. Und gesittigt, ne? Kennen wir ja, ne? Habe ich ja eben erzählt. So. Crafting Guide. Was sagt die Tür? Wie wird eine Tür gebaut? Ein Zaun geht auf jeden Fall. So, ja gut, ist mir egal, ne? Eine Door. Gib mir eine Tür, du Wichser. Gib mir eine Tür.
Hau raus. So eine Wooden Door, das wär's jetzt, oder nicht? Warte mal, Schwert. Wie geht denn Schwert? Wenn wir schon mal hier sind. Das interessiert mich nicht so wirklich. Ich möchte eine Tür haben und ich möchte wissen, wie man ein Schwert baut. Oder geht das hier nicht? Wollt ihr mir erzählen, dass man hier keine Schwerter machen kann? Das wäre ein bisschen knackig, muss ich sagen. Es scheint keine Tür zu geben, glaube ich. Oder bin ich zu dumm gerade? Bin ich gerade ein bisschen zu dumm dafür? Oder wie sieht's aus? Ich sehe gerade keine Tür. Ich sehe hier keine Tür. Ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Ich lasse aber die Zeit runterlaufen, weil wenn man hier im Menüscreen ist, wird die Zeit auch nicht weiterlaufen. Ihr seht's gerade, ne? 0:15 und es stoppt. Jetzt geht's weiter. Das ist komisch, ne? So. Wie ging denn nochmal in Minecraft eine Tür? Wie ging das? Ah, ich hab's raus, ich hab's raus. Moment. Ich glaube, es war so. Ich glaube, es war so. Tja. Geht aber leider nicht. In Minecraft ist es so, dass man 3 hoch und 2 breitmäßig Holzbretter verteilt und sie ins Crafting Table packt, aber das scheint hier nicht zu gehen. Das Spiel ist anscheinend etwas unausgereift und hat nicht alle Funktionen, die auch Minecraft zu bieten hat. Dann frage ich mich aber, worum geht's hier eigentlich? Geht's hier nicht eigentlich darum, sich auch so ein Haus aufzubauen, um sich hier zu schützen vor diesen Scheißviechern? Oder wie sieht's aus? Gut, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, ich beende jetzt mal den Part und harre das hier ein bisschen aus, bis es wieder morgen früh ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh in aller Frische wieder. Von daher gesehen, das war's für den Part. Macht's gut. Haut rein. Ciao.